bis zur WM-Pause. Also wir schicken jetzt sozusagen Wilfried Tsonga mit Lucas Mbetscher trennen. Und zwar. Oh, das ist ja ein interessanter Vergleich. Nationalstürmer gegen Elfenbeinküste National, jetzt auch Nationalstürmer. Wie setzen wir sozusagen die Punkte von den beiden Spielern auf Null und messen ihre Punkte bis zur WM-Pause? Also ich meine etwa bis zum 15. Spieltag. Also ich behaupte jetzt quasi, dass Wilfried Tsonga vom 8. Spieltag bis zum 15. Spieltag mehr Punkte als Lucas Mbetscher machen wird. Ja, also das ist jetzt ein Werder-Lan-Video nur auf eine. Okay, steile These. Bin ich mal gespannt, ob es da ein Abgleichvideo irgendwann gibt. War schon ganz gut. Billy, wir sollten über Heddeberg reden. Schieß los. Er hat kein Gefühl für die Position. Es ist unwahrscheinlich, dass er je vernünftig First Base bei uns spielen kann. Es ist Tag 1 der ersten Woche. Noch ein bisschen früh für ein Urteil. Ich denke, wir können das schon beurteilen. Und ich mag ihn. Okay, ich kann ihn beurteilen. First Base ist ein paar Nummern zu groß für ihn. Das war's für Giambi am Anfang auch. Damals war Giambi der schlechteste First Baseman im Baseball. Du willst dir mit Giambi vergleichen. Ja, sozusagen, wie ihr im ersten Intro gesehen habt, hatten wir Tsonga mit Lucas Mbetscher verglichen und er hat dieses Duell auch deutlich gewonnen. Mbetscher hatte natürlich auch verletzungsbedingt 2 Spiele weniger, aber man konnte vom Verlauf her schon sehen, dass Tsonga etwas besser war. Und selbst wenn er am Ende 2 bis 4 Punkte weniger gemacht hätte, ist Tsonga am Ende trotzdem die bessere Wahl, da er zum damaligen Zeitpunkt noch halb so viel gekostet hat wie Lucas Mbetscher. Und jetzt machen wir einen erneuten Vergleich, und zwar schicken wir diesmal Tsonga gegen Luke Bakio ins Rennen. Luke Bakio kostet aktuell, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als ich an dem Video angefangen habe zu arbeiten, 3-mal so viel wie Tsonga. Also der Markt unterbewertet aktuell Tsonga und überbewertet meiner Meinung nach Luke Bakio. Und das mag sich aktuell vielleicht wieder komisch anhören, aber ich sehe eine realistische Chance, dass Tsonga jetzt in den verbleibenden Spielen mehr Tore erzielen wird als Luke Bakio. Wir hatten ja Luke Bakio anhand seiner XG- und XA-Werte gut bewertet, als er vom VfL Wolfsburg wieder zurück zur Hertha gewechselt ist nach der Leihe, haben ihn analysiert und es war auf jeden Fall abzusehen, dass, wenn er mehr Minuten bekommt, auch besser performen wird. Und es sah im Sommer während der Vorbereitung zumindest so aus, dass Sandro Schwarz ihm einiges an Spielzeit mehr geben wird. Und das hat er jetzt auch gemacht und Luke Bakio hat ihm das auch mit guten Leistungen zurückgezahlt. 7 Tore und eine Vorlage in 15 Spielen, also das ist richtig stark. Aber man muss eben auch sagen, es ist etwas mehr als erwartet. Und die Frage ist eben, ob Luke Bakio in der Rückrunde weiterhin so performen wird. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, dem ich es zutraue, seine Erwartungen konstant zu erfüllen und eben auch zu übertreffen. Allerdings würde ich da jetzt nicht viel Geld drauf wetten, dass er weiterhin so overperformen wird. Bei Tsonga würde ich allerdings schon drauf wetten. Er ist nach Luke Bakio der Stürmer, der am gefährlichsten ist. Er hat jetzt in 14 Spielen zwar nur 2 Tore gemacht. Zu erwarten gewesen wären eigentlich 4. Bei Luke Bakio waren es übrigens 5. Also wie gesagt, so weit auseinander sind die beiden gar nicht. Aber die Marktwerte der beiden bei Comunio sagen da jetzt aktuell ganz was anderes. Also Luke Bakio fast 10 Millionen und Tsonga bei etwa 3 Millionen. Und genau davon solltet ihr euch eben nicht blenden lassen. Also wie gesagt, wir bewerten nicht den aktuellen Moment oder die aktuelle Momentaufnahme. Die wäre ja jetzt Luke Bakio 7 Tore versus Tsonga 2 Tore. Und dann macht dieser Marktwertunterschied von 7 Millionen auch Sinn. Aber wenn wir eben die Erwartungen bewerten, also das, was jetzt an Toren und Punkten noch kommen wird, dann haben wir einen Luke Bakio, von dem wir 5 oder 6 Tore in etwa erwarten können. Und wir haben einen Tsonga, von dem wir 4 bis 5 Tore erwarten können. Und ich muss jetzt nicht unbedingt die Formel anwenden, weil ich ganz genau weiß, dass der Stürmer mit 4 bis 5 Toren für 3 Millionen die bessere Wahl ist, als der Stürmer mit 5 bis 6 Toren für 10 Millionen. Wie gesagt, ich verstehe, dass aktuell auf den ersten Blick Luke Bakio der bessere Stürmer ist, aber wenn man einen zweiten Blick, einen genaueren Blick auf die beiden wirft und sie letztendlich miteinander vergleicht, zeigt sich doch, dass Tsonga entweder genauso gut ist und vielleicht sogar eben auch etwas besser ist. Und genau das möchte ich jetzt in diesem neuen Better Than Video vorhersagen. Und zwar erwarte ich, dass Luke Bakio und Tsonga beide 5 Tore erzielen werden. Und bei Tsonga sehe ich die Tendenz sogar eher in Richtung 7 Tore gehen. Bei den 5 Toren bin ich mir sicher und für die 7 Tore muss es einfach alles rundlaufen in den verbleibenden 19 Bundesligaspielen. Tsonga hat immerhin den besten XG90-Wert bei der Hertha, aber unabhängig davon sollte Tsonga fit bleiben und weiterhin an seinem Spiel arbeiten und jetzt erholt und motiviert sowie mit Selbstvertrauen aus der Winterpause zurückkommen, dann bin ich mir da ziemlich sicher, dass er auch so viele Tore machen wird. Sandro Schwarz wird ihm auch nach wie vor Vertrauen geben. Man muss sich bei Tsonga wegen seiner Spielzeit auch keine Sorgen machen, jetzt während der Rückrunde. Das Worst-Case-Szenario, das haben wir bereits gesehen. Also das wäre, wenn er von der Bank nur seine 25 Minuten bekommen würde. Aber selbst dann kann er das erreichen. Also diese 5 bis 7 Tore, weil er braucht eben nicht wirklich lang, um seine Chancen zu kreieren. Es ist sogar meistens so, dass bei ihm nach 30 Minuten oft schon die Luft raus ist und dann eben letztendlich nicht mehr so viel kommt.
Er ist schon ein recht gulliger Stürmer und es macht schon Sinn, dass er ein kleines Ausdauerproblem hat. Aber wenn er, wie gesagt, an solchen Dingen weiterarbeitet und die Dinge, die er für 30 Minuten sehr gut umsetzen kann, auch für 70 oder 80 Minuten umsetzen kann, dann wird Kangar ganz schnell zu einem Top-Stürmer in der Bundesliga werden. Ist im gleichen Jahrgang wie beispielsweise in Kolo Muani. Also die beiden kommen jetzt in ihre besten Stürmerjahre. Von Kolo Muani muss ich euch, denke ich, nicht unbedingt von überzeugen, da er vor allem in dieser Saison jetzt richtig gut performt hat. Mich hat eigentlich nur überrascht, dass er so viele Tore vorbereitet hat. Also er ist mit den 5 bis 6 Toren genau im Soll. Aber die Assists sind natürlich schon der Wahnsinn, die er jetzt da aufgelegt hat. Aber das hängt natürlich auch ganz einfach mit den Spielern, mit dem System, mit dem man spielt und integriert es zusammen. Romelu Lukaku ist da, denke ich, ein perfektes Beispiel dafür. Also über seine Qualität müssen wir nicht sprechen, aber seine Leistungen bei Everton und Inter versus beispielsweise seine Leistungen bei Manchester United und bei Chelsea sehen die da Tag und Nacht. Und mich erinnert Kanga so ein bisschen an Lukaku und Kolo Muani erinnert mich ein bisschen an Christian Benke. Und damals war für jeden glasklar, dass Benke der nächste Top-Stürmer Europas werden wird. Und Lukaku hatten jetzt nicht wirklich viele auf dem Zettel, aber letztendlich ist es dann doch ganz anders gekommen. Daran sieht man, denke ich, auch, wie wichtig das Spielsystem und auch die Mitspieler für die einzelnen Spieler sind, die man eben bei Comunio hat. Und Muani ist eben jetzt bereits in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem funktionierenden Spielsystem und hat Mitspieler, die sich daran ebenfalls wohlfühlen. Kanga sowie die Hertha müssen sich da eben noch Stück für Stück hinarbeiten und ich finde, Sandro Schwarz macht das in dieser Saison richtig gut. Aber um es so gut hinzubekommen, wie es die Eintracht hinbekommen hat mit Oliver Glasner und Markus Krösche, müssen eben viele andere Dinge abseits von der ersten Mannschaft auch gut funktionieren. Und das ist bei der Hertha durch viele Altlasten und auch neue Negativschlagzeilen schwer umzusetzen. Das ist aber, denke ich, einem Freddy Bobic und Sandro Schwarz auch bewusst. Und genau deshalb versuchen sie auch isoliert ihren Fokus auf das Sportliche zu richten. Und ich finde die Entwicklung im Vergleich zur letzten Saison sehr gut und man wird, denke ich, auch sehen, dass sich das am Ende der Saison bezahlt machen wird. Also ich sehe die Hertha auch nicht im Abschiedskampf dieses Jahr und einer der Gründe dafür wird eben, wie gesagt, ein Wilfried Kanga sein, aber natürlich auch ein Dodi Lukebakio. Ja, also man merkt, er gibt sich auf jeden Fall richtig krass Mühe. Finde ich cool, hat auf jeden Fall ein Like verdient. Also ist auf jeden Fall interessant, dass jemand für Comunio, ja wie gesagt, ein statistikbasiertes Managerspiel, Konga so einwertet, als wenn er noch kommen wird und gute Werte hat, obwohl er bisher jetzt ja auch nicht eine Chance nach der anderen hat, ein paar Großchancen schon vergeben hat. Ein Nicht-Hertha-Fan, der sich damit beschäftigt und sagt, es wäre vielleicht ein interessanter Transfer, finde ich cool gemacht, gerade für Comunio spielende Leute, interessanter Kanal, sehr nischig natürlich, aber hohe Expertise, finde ich cool, was er macht, auf jeden Fall. Da hat er auf jeden Fall sich ein Like verdient und vor allem finde ich es cool, wenn euch das gefallen hat, zumindest ein Like da lasst, wenn ihr vielleicht auch Comunio spielt, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da, das motiviert den jungen Mann bestimmt auch sehr, macht mir auch immer Spaß, wenn wir hier merken, wir sind schon mittlerweile eine ein bisschen größere Community, finde ich das immer richtig geil. Hat er natürlich auch selber gemacht, aber wie wir die Strickloge schnell zu mehr Reichweite bekommen haben zusammen, er natürlich auch, aber weiß ich nicht mehr, bei was wir ihn entdeckt haben, oder auch Ibo, wie schnell das bei ihm ging, nicht nur durch uns, sondern auch, weil er abliefert, aber natürlich auch durch uns viele Follower bekommen hat, sowas macht immer Spaß und finde ich cool, wenn Leute sich da anstrecken und das dann auch wertschätzen. Nee, das funktioniert nicht. War bloß ein Scherz.